Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mittelalter. So, ich befinde mich immer noch in meiner Untergrundhöhle unter meiner Burg und wir haben, wie hieß er denn nochmal? Wir haben den Kollegen hier eingebaut. Wo ist er denn? Ach ja, hier ist er. Wir haben gebaut haben. Ach, Eismann haben wir da eingebaut. Ja, aber ich muss mal gerade zu jemand anderem fliegen, zu Spieler teleportieren. Wo ist er? Lemming. Lemming, was ist los bei dir? Du hast mir gesagt, es ist was bei dir kaputt gegangen. Wie? Was wurde denn gegrieft? Hier, das bisschen? Das ist ja gar nichts. Ach so, hier ein bisschen. Okay. Ja. Gibt immer so welche doofen Leute. Aber wenn ich die erwische, die werden für immer perma gebannt. So. Was ist das denn jetzt schon wieder vor mir? Wie das aussieht, blöd, wenn man es so schreibt. Hey, was geht denn ab? Oh, jetzt kommen die alle zu mir hier. So. Zu Spieler teleportieren. Nutella, was macht Nutella denn? Oh, der baut schon den ersten Burgturm. Oh, cool, der ist aber auch schnell, ne? Der hat auch schon das erste Tor. Das Burgtor. Ach, cool, guck mal, der hat hier so einen Weg und dann kommt das Burgtor. Das ist natürlich auch cool. Da kann nicht jemand direkt neben ihm bauen. Rustikal. Ach, da unten hat er schon ein Schild geschrieben. Was steht da? Nutella. Ja, die Nutella-Burg hier, ne? Ist am Start. So, wen haben wir denn noch hier? X-Killer, was machst du denn hier? Hauptsache, du killst keinen. Oh, er macht sich erstmal ein Grundstück anscheinend. Ah, okay, der hat sich so eine kleine Insel hier genommen. Ach, da hinten bin ich ja. Okay. Eine kleine Gefängnisinsel, die Alcatraz. Okay, bin ich mal gespannt, was er hier so vorhat. Platz ist auf jeden Fall da. Wen haben wir denn noch nicht gesehen? Dope. Ey, Dope, was geht ab hier? Hauptsache, du nimmst kein Dope, weil Drogen sind scheiße, Junge. Was ist denn hier los? Ach, Dope hat überhaupt keine Rechte, kann das sein? Dope hat keine Rechte. Wer ist das vor mir? Hey, komm mal hoch hier. Ach, okay, ja, nice. Der war schon in Mine City dabei. Stimmt. Das ist das Haus vom Lemming. Wen haben wir denn noch hier? Wer ist das denn da? Wer fliegt denn da mit seiner Diamantenrüstung rum? Bleib mal hier, mein Freund. Bleib mal hier. Wer bist denn du? Guck mal, wie er auf einmal abhaut. Ah, ist Feuer. Okay, ja, Feuer ist erstmal erlaubt, das kann sich aber noch ändern. Guck mal, wie er die ganze Zeit abhaut hier. Will er Fang spielen? Ach, Ciro ist das. Was machst du da, Dope? Nein. Erst muss man was bauen, bevor man an die Tafel darf. Warte gleich. Ich will erst schauen, was Dope hier macht. Ich glaube, der schreibt seinen Namen dran. P.P. Erich? Ja, okay, P.P. Erich hat hier was gebaut. Nein, warte, gleich, mein Freund. Sei nicht immer so nervig und frag nicht immer alles. Du musst ein bisschen Geduld haben, ne? So, was schreibt der jetzt? Schreibt jetzt da seinen Namen, da muss ich mal kurz abwarten. Steht P.P. Erich denn noch nicht dran hier? Wie lange braucht er denn, bitteschön? Nee, mein Freund, du hast noch nichts gebaut hier. Das habe ich mir schon gedacht. Man muss erst was gebaut haben, damit man hier dran stehen darf. Weil nicht einfach so. Man muss was getan haben hier. Im Mittelalter. Da. Erst was bauen. Mein Freund. Ich habe das hier. Ich weiß genau, wer was gebaut hat. Ja. Nicht schlimm mit dem Feuer, das hatte ich ja gerade gesehen. Obwohl, stimmt, ich muss die Regeln einhalten. Ich habe ja an meiner Regeltafel kein Feuer. Ich war ja da ein bisschen im Zwiespalt. Aber ich hatte es ja dran. Ne, hatte ich geschrieben? Ne, Feuer? Okay, warte, werden wir mal die Tafel einmal erneuern. Nagelt mich jetzt nicht fest, das kann sich aber ändern mit dem Feuer. Ich werde es aber erstmal rausnehmen.
So, kein Feuer. Aber für die Leute, die jetzt was mit Feuer gebaut haben, ist es nicht schlimm. Ist alles in Ordnung, nur wir machen es erstmal weg fürs Erste. So. Man kann natürlich auch, weiß es, wo sind sie denn diese? Hier, diese Magma-Blöcke, die eignen sich auch sehr gut. So, ja. Ist perfekt. Danke. So, ich brauche irgendwie gar nichts mehr machen. Der Ziro, der macht schon alles, der kann Gedanken lesen. Schön. Wen haben wir denn noch nicht hier besucht? Okay, dope. Honey. Lemming macht sein Haus. Honey mit seiner geilen Burg ist da dabei. Wahrscheinlich, ne? Bin ich denn hier? Ah ja, cool. Der macht seine Burg weiter. Schön. Ich würde an deiner Stelle nicht den ganzen Berg abtragen. Das wäre viel zu viel Arbeit. Aber wie du möchtest. Deswegen, für so eine große, schöne Burg sollte man sich schon Platz suchen. Ach, er schreibt ein Schild. Deswegen, wenn ihr was Großes vorhabt, nehmt euch lieber eine große Fläche. Sonst, wenn ihr so einen ganzen Berg abreißen müsst, das ist echt viel Arbeit, ne? Also es muss euch im Klaren sein. Ihr könnt es natürlich machen. Nur als Tipp würde ich es nicht unbedingt machen. So, mein Aufnahmeknopf ist auch gedrückt. Ja. Wer schreibt, der bleibt. Was hat er geschrieben? Ja, wo bist du? Cool. Was hat er denn? Ach ne, weil die einen Burgturm machen wahrscheinlich. Das ist schon so abgerundet, okay. Er sieht schon geil aus, wenn du so eine Burg mitten in so einem Dings hast hier. In so einem Berg drinne. Also hat schon was, auf jeden Fall. So, ich darf mich erstmal wieder orientieren, wo was ist hier. Ach so, okay. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Wo der Dschungel hier... Was war das denn da unten im Dschungel? Ach so, nur ein Berg. Sieht auch schon geil aus, so der Dschungel, ne? So schön grün. Mir gefällt... Also ich mag Dschungel. Hat was. So, dann gehen wir mal zu unserer aktuellen Baustelle. Ist Eismann eigentlich noch hier? Ah ja, Eismann ist noch drauf. Ich glaube, der baut sich erstmal gerade... Oh, wir haben den ja unten eingesperrt. Der baut sich bestimmt unten erstmal durch. So, Eismann, lebst du noch? Könnte eigentlich auch so eine Lampe rein, aber so eine Lampe mal reinmachen, ne? Tür wieder zu. Jetzt geht das Screen von wieder in seinen Keller. Na, unten in den Keller. Was ich auch gedacht habe, wird natürlich auch gebaut, so eine Dings hier, so eine Kampfarena. Das wird noch richtig geil. So eine richtig schöne Arena, wo dann so die Ritter kämpfen können gegeneinander und so. Das wäre schon geil. Ich glaube, das werde ich dann auch mal machen. Ich werde dann in den Battle-Mode gehen, also hier nicht Kreativ-Mode. Dann kriegt jeder seine Ausrüstung und dann wird gefightet. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wäre auch episch, so hier unterirdisch schon eine Kampfarena. Wäre natürlich auch geil. Aber ich habe zu viele Ideen. Ich möchte, glaube ich, eher so eine Burg haben. Ey, der ist immer noch hier unten eingesperrt, oder? Ist er immer noch da drinne? Warte mal. Ich will mich jetzt nicht zu ihm teleportieren. Eigentlich müsste er hier noch drin sein. Ach, wir warten es mal ab hier. Weil sonst bin ich da gleich selber eingesperrt. Wenn ich jetzt zu ihm teleportiert werde. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier in die gute Bude hier. In die gute Stube. So. Ja, genau. Das ist so eine Kampfarena. Da sagte ich, ja, das finde ich geil. Das wird auch noch kommen. Mal gucken, ob ich das separat oder so mache. Oder ob mir einer vorkommt und das schon baut. Das ist auf jeden Fall eine super Idee. Das möchte ich auf jeden Fall hier auf dieser Map haben. Und was ich noch super finde, ist auf jeden Fall so Kerker, so Gefängnisse und so. Das werde ich hier auch bauen. So richtig große Knastzellen. Ja, und so Folterkammern finde ich auch irgendwie nice. Kann man auch einiges bauen. Deswegen sowas alles möchte ich gerne hier in meiner Burg oder unter meiner Burg oder auf meiner Burg haben. Aber das ist jetzt alles erstmal Flächenarbeit. Ich muss das erstmal alles hier wegkriegen, damit ich in so einen gewissen Grund, so ein gewisses Grundstück habe, wo ich überhaupt was bauen kann. Deswegen reiße ich hier gerade auch alles ab. Auch wenn ich so spiele. So. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Komm schon, alles weg hier. Ist schon eine stattliche Größe, ne? Boah. Ey, mega. Ist ja voll riesig. Komm, das machen wir noch weg hier und dann machen wir jetzt mal was anderes. Weil nur ganz Zeit abreißen, das ist mir auch schon ein bisschen zu langweilig. Aber es ist halt ein Langzeitprojekt hier, meine Burg. Das war mir auch bewusst. Ich wollte auf jeden Fall eine Ritterburg bauen, die auf jeden Fall nicht so schnell fertig ist.
Die soll schon geil aussehen. Ich bin ja auch hier, ich bin ja auch der König von der Map. Ich kann ja nicht einfach so eine 0815-Burg bauen, die einfach so mal hingeschmissen aussieht. Das muss schon geil aussehen, ne? Ich muss schon ein bisschen den Maßstab vorgeben. Weil wenn ich Scheiße baue, dann bauen nachher andere auch Scheiße. Deswegen. Deswegen muss ich immer so ein bisschen zeigen, wie das hier auf der Map aussehen soll. Von daher habe ich auch so einen gewissen Anspruch, ne? Ist ja auch schön, wenn man einen gewissen Anspruch hat, was Schönes zu bauen, was gut, also was zu bauen, was richtig gut aussieht und nicht einfach schnell was hinzuklatschen und dann in der Aufnahme einfach nur zu sein, nein, Leute, gebt euch mal richtig Mühe, seid mal richtig kreativ. Dann könnt ihr auf YouTube mal sehen, wie toll ihr bauen könnt, ne? So, den machen wir auch nochmal weg. Eismann, du bist immer noch da eingesperrt. Wie lange bist du denn AFK? Warte mal, ich muss mal kurz was schauen. Eismann ist blau. Wo ist Eismann? Oh, hier ist kein Licht. Ich muss mal kurz ins Licht gehen. Upp. Eismann ist blau. Eismann bewegt sich. Eismann? Komm mal her. Warte mal, wir müssen uns zu Eismann. Eismann, du bist frei! Wie bist du da rausgekommen? Der hat sich hochgebaut. Pass auf, der hat sich hochgebaut. Eismann hat's überlebt. Was macht der denn da? Ein Boot? Ich muss jetzt mal gucken, wo er sich jetzt rausgebaut hat. Der kleine Schlingel. Hat der irgendwo hier mir ein Loch jetzt hinterlassen? Da ist ein Loch, oder? Was ist das? Nee. Eismann! Wie bist du aus meiner Falle rausgekommen? Der ist auch wieder. Ist da ein Loch? Auch nicht. Das muss ich erstmal nachforschen, wie der das geschafft hat hier. Auch übel. Ich hätte ihn jetzt auch die Rechte entziehen können. Dann wäre er da richtig eingesperrt, aber das ist fies. Sowas mache ich nur mit Griefern. So. Auch meine Nase juckt. Ach, alles gut. Leon! Leon ist am Start, cool. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon ist neben mir. So, Leon war der Erste, der hier auf der Map war mit mir. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Ach, war das hier ein Schild von mir? Achso, das habe ich geschrieben, okay. Das kann weg. Wo hat er sich jetzt rausgebaut? Ach, da, wir haben den da eingesperrt, der Schlingel. Da, gucken wir mal. Wo hat er sich rausgebaut? Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Warte mal, ich mach mal hier was im Boden rein. Ah, das läuft. Ach, das ist ja. Ich dachte, falsch. Ich dachte, warum leuchtet das so schwach? Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Alle mal Hashtag in die Kommentare. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Hashtag Leon ist am Start. Alle mal in die Kommentare schreiben, bitte. So, wo hat der sich jetzt raus... Ah, der hat sich hier eine Fackel gemacht. Der hat sich hier rausgebohrt, der Schlingel. Wo ist der dann hingegangen? Hier ist er rausgekommen. Warte mal. Ja, das ist egal, das können wir so lassen. Aber die Fackel machen wir mal kurz weg hier. So. Eismann. Auf den Spuren von Eismann. Guck mal, da oben ist doch ein Loch, da sehe ich doch was. Hat da nicht zugemacht, der Schlingel. So tief sind wir unter der Erde. Ah ne, gar nicht, das ist eine Fackel. Da war das. Wo ist der denn hier rausgekommen? Ach, außerhalb. Ach, da kann man auch mal schon sehen, wie weit ich gebuddelt habe. Oh, meine Höhle geht bis zu dem Loch schon. What the fuck? Leon ist am Start. Leon ist am... Das muss ich schnell zumachen, bevor das einer sieht. Und dann in meine Höhle reinkommt. Oh, mit der Fackel, das ist natürlich auch schlecht. Nein, mach zu ihr. So. Da ist er. Warum hast du mich eingesperrt? Hashtag Leon ist am Start. 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 Boah, jetzt habe ich einen Ohrwurm, ey. Hab ein Boot gebaut. Okay, wo? Habe ich mir schon gedacht, dass du ein Boot gebaut hast?
Ach so. Hallo? Im Mittelalter hat man doch überhaupt keinen Motor. Was steht hier? Boot von Eismann. Motor im Mittelalter? Leon. Leon. Eismann. Ob wir das so stehen lassen können, müssen wir mal schauen. Ich muss schon ein bisschen, streng sein. Aber mal schauen. So. Ich würde eher hier ein Segel draufpacken. Vielleicht ein Segel? Warte mal, ich schreibe ihn das mal. Ich weiß gar nicht, was es im Mittelalter für Boote gab. Vielleicht Flöße eher. Oder mit Segeln. So vielleicht? Nein, ich wollte nichts mehr schreiben, ich wollte runter. Ja, ich weiß. Es geht ab hier. Ach, jetzt habe ich auch noch das falsche Schild abgerissen. Habe ich jetzt alles abgerissen? Das ist doch kein Boot. Das sieht nicht so geil aus. Da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben, mein Freund. Wir sind doch hier auf YouTube. Eismann. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Ach, wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. Übrigens, das bin ich hier, Mr. Fox. Hallo, guten Tag. Das ist der richtige Mr. Fox. Der Omikron 2000 Mr. Fox. Was ist ein Segel? Ich weiß zwar nicht, wie alt du bist. Du bist zwar ein bisschen jünger, aber ich glaube, das darf man schon wissen, was ein Segel ist. Obwohl, ich kann dir das auch im zeigen. Warte mal. Wo ist denn der Hafen? Ist der nicht hier gewesen? Warte mal, hier war doch irgendwo ein Hafen. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon, Leon, Leon ist am Start. Wo ist denn jetzt der Hafen? Oh Mann, wo ist der Hafen jetzt? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Whoop. Warte mal, hier ist ein Gewässer. Ich muss einfach nur der Bahnlinie folgen. So war das. Warte mal. Komm mal mit, mein Iceman. Ich hole dich gleich mal. Hier in die Richtung war das dann, ne? Ich muss einfach nur der Bahnlinie folgen. Das ist schon praktisch. Ach, hier. Genau. So. Hier ist er jetzt bei mir. Wer ist das? Ey, komm her, du kleine Fliege. Das ist ein Segel. So. Ach, da ist er ja. So, das hier, das ist ein Segel. Cooles Schiff übrigens. Okay, alles klar. Der Lehrauftrag ist erfüllt. Lehrer Screenfan hat wieder erklärt. Ich bringe bald so eine Rubrik raus. Lehrer Screenfan erklärt, ey. Zero, was machst du hier? Boah, das ist auch mal eine schöne Bucht, ne? Schon geil. So. The Killer. Ach, The Killer hat, glaube ich, auf dieser Insel, ne? Genau, hier baut er so ein Haus. Was hat er denn hier geschrieben? Noch nicht fertig. Ja, das sehe ich schon. Ist kein Problem. Also wenn ihr fertig dran schreibt und so, das ist dann mal ein gutes Zeichen für mich. Dann kann ich das mal richtig vorstellen oder richtig zeigen. Schön. So. Wen haben wir denn noch hier? Ja. Dope. Was macht denn Dope? What the fuck? Dope, was geht ab bei dir? Alle bauen so Häuser, ne? Mittlerweile. Fast jeder baut so ein Haus. Okay. Schön. Gefällt mir. Der Baustil sieht irgendwie immer ähnlich aus. Cool. Ja, Dope, was geht ab bei dir? Schön. So. Da fliegt er wie so eine Fliege rum. Honey, Nanny. Ja, mit der fetten Burg. Oh, da hat er schon hier den Burgturm. Den nächsten zieht er schon hoch. Wow, toll. Meine Güte, tolle Burg.
Guck mal, das ist schön im Dschungel im Hintergrund. Nur das Problem könnte hier werden, wenn du hier hingehst, hier hast du kaum Platz. Oder soll die Burg auf der anderen Seite sein? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Oh, hier sitzt aber auch schwierig. Okay, du musstest es dann hier auf Wasser bauen anscheinend, vielleicht. Aber du machst das schon. So, wen haben wir denn noch hier? Lemming. Lemming. Leon. Was macht Leon? Oh, der baut die nächste Flagge. Wo bin ich denn hier? Ach, cool. Der baut hier. Stimmt. Der baut die Dingsstation hier. Hier, unsere Kingdom-Bahn, unsere Minecraft-Mittelalter-Bahn wird hier gebaut. Oh, hier steht leider nichts dran. Ich kann es noch nicht lesen. Guten Tag. Ja, okay. Wo wollen sie hin? Alles klar. Ja. 5 Münzen kostet das hier. 5 Mr. Fox Münzen. Coole Idee. Ach, der schreibt gerade was. Der hat mich gar nicht beachtet. unser kleiner Russland-Fan hier. Immer schön die Russland-Flaggen. Was ist das denn für eine Flagge? Ach so. Wahrscheinlich meine. Ach, okay. Ja, ich habe einfach mal eine rote genommen, so, weil meine Burg rot ist. Okay. Alles klar. Borsch Imperium. Jetzt übertreibt er ein bisschen hier. Leon. Ja, yeah, Borsch Imperium. Ja. Hashtag Leon ist am Start. Leon ist am Start. Leon ist am Start. Ja, ich hatte ja hier mal so die kleinen Flaggen reingebaut. Seht ihr ja. Ja, es ist hier echt noch. Wer ist das denn da unten alles? Was machen die denn da? Fighten die? Ich komme. Puh, Landanflug. Was ist los bei euch beiden? Ah, steht hier ein Schild? Party? Nee. Hier, das ist die einzige Party. Was geht ab? Seid ihr mit mir down? Der Screenfan baut ein Haus und hat seine Kuh verhauen. wer ist das denn hier neben mir? Ach, Lemming. Ich bin doch in der Aufnahme, meine Freunde. In der Aufnahme kann ich nicht in die Party gehen. Was ist das denn jetzt? Ach, Eismann, jetzt kommen sie alle am Start hier. Ja, das war's auch erstmal für diese Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Yeah, die drei Soldaten. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Hey. Segel fertig. Ja, nice, mein Freund. Nice. Gucke ich mir gleich nochmal an. Ja. Ich bin erstmal raus für diese Folge. Ich bin wieder in der nächsten Folge am Start. Mal gucken, mit denselben Leuten. Höchstwahrscheinlich nicht. Jetzt kommen immer neue rein. Da könnt ihr mal sehen, wie viele Leute hier drin sind. Zack, 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 zack. So. Leute, macht's gut. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Part von MM wieder. Bis dahin. Ciao.